Das ist jetzt der erste Versuch. Wir sollten gleich hier raus sein. Nichts. Du hast einen Schatten, also stirb. Alle Leute, die einen Schatten haben, sollen sterben. Verdammt. Mein Schatten sieht ziemlich alienhaft aus. Ich meine, guckt's euch an. Da kriegt man das Gefühl, er will gleich hier nach Hause telefonieren, aber Guthaben ist leer. Jetzt klaue ich schon Sprüche aus der Werbung. Ja, liebend gern tue ich das. Du darfst. Speichere ich lieber erstmal. Also mir geht es gut. Mit Gutfried geht's uns gut. Und mit diesem Aufzug geht es uns sogar noch besser. Denn da müssen wir jetzt einsteigen. Nachdem wir ihn geöffnet haben. Alles andere wäre sinnfrei. Das war dumm. Das war ziemlich dumm. Also an sich sollte ich da drin sein, ne? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe die Mission nur einmal gespielt, deshalb kann ich nicht sagen, ob hier irgendwas, was hier alles schief laufen kann und so weiter. Letztes Mal war diese Tür an sich offen. Vielleicht wird die noch geöffnet. Ich weiß nicht. Oder war das hier? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich habe aus Versehen von außen in den Knopf gedrückt. Das muss man. Macht es mal. Macht es bitte mal. Drückt bitte mal bei einem Aufzug von aus Versehen von außen den. Shabadabadubba. Wir sind gleich da. Habe ich gerade. Wie hässlich er aussieht. Nice work, 47. Secure the perimeter at ground level, in case any soldiers have turned up. Ja, jetzt muss ich Soldaten leer kriegen. Was? Loswerden, so. Not secure. I know that. Und ich werde es definitiv ändern. Änderungsbedarf besteht, also wird Änderungen ausgeführt. Wir müssen diese beiden Wachmänner hier loswerden. Wird das funktionieren? Nein. Selbstverständlicherweise nicht. Was machst du jetzt? Ich meine, erklär mir das. Was machst du? Rechtfertige dich. Ach, du gehst dahin? Willst dich hier hinterm Haus, hier, ne? Schwarzmarkt und so. Würdest du bitte? Ich meine, ich fände das nett, wenn du jetzt. Ich meine, du hast keinen Grund. Warum machst du sowas? Seht es euch an. Es ist doch Wahnsinn. Ah nein, es ist seine normale Route. Die Route heißt trotzdem Wahnsinn. Ich glaube, der Weihnachtsmann bringt dir gleich auch eine Route. Jetzt. Ja, ich weiß, ich sehe aus wie deine verstorbene Großschwester. Großmutter. Großschwester. Natürlich. Eine große Mutter ist ja nicht hier dasselbe wie eine Großmutter. Da wirst du abgeknallt, wenn du sowas behauptest. Helipad Nut. Ich weiß es, ich weiß es. Wie werde ich es jetzt ändern? Man weiß es nicht. Möglicherweise werde ich als weise Handlung den Sohn dieses Vaters zu einem Weisen machen. Jetzt habe ich hier mal weise in einem Satz gesagt. Einfach nur, weil ich es kann. Stirb! Das bringt nichts. Es bringt nichts, wenn du... Marco, du bist ein Idiot. Was ich sagen will, ist, dass ich mir gerade auf die Stirn gehauen habe. Dass ich nicht kapiere, warum er jetzt dort stehen bleibt. Erklärt es mir. Eben stand er dort nicht, blieb stehen. Was? Eben ist er dort nicht stehen geblieben. Ach, ihr geht jetzt beide. Ja, nee, nee. Es ist gut, ist gut. Ich respektiere deine Anwesenheit.
Und du pinkelst gegen das hier, das heilige Gebäude. Das zwar nicht heilig ist, aber ein Gebäude. Und zwar ein heiliges Gebäude. Nicht einpacken. Lass draußen. Mehr als zweimal schütteln ist nicht schlecht, verdammt. Kann man eigentlich da hoch? Hier klettern? Nee. Dreh dich. Dreh dich doch um, du verdammter Blumpsack hier, ne? Danke. Fiberwire ist definitiv schön, aber nicht, was ich haben wollte. Kann ich eigentlich nochmal saven? No, natürlich nicht. Generell muss ich diese beiden Wachmänner loswerden. Wenn mir es zu lange dauert, knall ich sie ab, aber ich denke, dass ich es auch so hinkriege. Wenn nicht einfach so auf mich geschossen wird, weil ich einen Eingang bewache. Leute, versteht's doch endlich. Es ist schlecht, wenn Wachmänner auf Wachmänner schießen. Das ist nicht so gedacht. Vor allem nicht, wenn sie dasselbe Ding bewachen. Jetzt weiß ich, warum ihr so ineffizient seid. Ihr knallt euch dauernd selber ab. Also nein, gegenseitig. Nicht selber. Irgendwann fährt ihr einen Zug durch und dann bin ich sowieso meine ganzen Probleme los. Da, 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 da. Leute, weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Mann, Mann, Mann. Mein Schatten ist hässlich. Es sieht aus wie eine Gurke. Apropos Gurke. Das war nicht so gedacht. Das hat mit der Gurke nichts mehr zu tun. Ernsthaft, aber dennoch. Ernsthaft passt wiederum. Denn in Haft solltest du kommen, weil du dümmer bist, als die Polizei erlaubt. Denn du bist jetzt am Schlafen. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Ruhe in Frieden. Requiesca in pace. Oder Parke. Respiro in pace. Dammit. Leute, das hat... ich bin hier nur... Ja, natürlich haben die Wachen einen toten Soldaten gefunden. Es gibt keinen toten Soldaten. Wisst ihr, das wird dadurch ein bisschen unglaubwürdig. Dass sie halt Dinge finden, die es nicht gibt. Das ist ja... Ist ja praktisch... Na, das sage ich jetzt nicht. Aber... lass es bitte. Danke. Ja, komm, bitte kraul dich am Bart. Kraul dich am Bart, aber mach es schneller. Kraul dir das Gesicht weg. Das... Ich meine, gleich wacht die andere Wache schon auf. Da hat der noch nichts gemacht. Und der kriegt Geld dafür. Der wird dafür belohnt, hier zu stehen und nichts zu machen. Ja, und jetzt geht er natürlich. Jetzt, wenn ich schleiche, hört er mich. Wenn ich laufe, hört er mich nicht. Ist heute Gegenteilsnacht, könnte man ja fast sagen. Junge! Was? Es gibt doch! Hat der gerade Dominik gesagt? Professional, wisst ihr was? Es ist mir egal. Ich meine, ich sehe auch keinen Grund für Professional. Wisst ihr? Es gab einen Alarm. Ich habe einen Feind getötet. Ich darf einen Feind töten, ihr wisst noch. Ich habe einen Schuss gefeuert. Ich darf einen Schuss verfeuern. Ich wurde einmal fast getroffen. Das war der Irre jetzt gerade. Gleich kriege ich wieder einen Kommentar. Hey, ich habe alles genauso gemacht wie du und wurde Silent Assassin.
dieses Rating ist sowas von willkürlich. Ich werde es trotzdem gerade auf Screen mal versuchen. Wenn ich es schaffe, schneide ich das noch hier ran.